Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu, ich wollte schon sagen, The Witcher 3, nee, zum Euro Truck Simulator 2 mit aktivierte Multiplayer-Mod. Somit wundert euch bitte nicht, dass hier kein Verkehr ist, sondern nur andere Bekloppte. Und hier, wo wir uns momentan in Odensee da aufhalten, ist irgendwie gar niemand. Ja, wir sind gerade dabei, etwas wegzubringen und wollten dann eigentlich endlich mal nach Schweden. Da kommt sogar jemand, siehst du, wir sind doch nicht ganz alleine. Moin, moin! Ja, siehst du, man freut sich, wenn man sie sieht, ne? Ist schön, weil hier in der Gegend, da trifft man ja eh auf niemanden, ne? Waren gerade auf jeden Fall tanken und machen uns dann jetzt auf. Das ist dann auch jetzt erstmal für diese Multiplayer-Game-Reihe der letzte Part vorerst. Wenn ihr noch mehr Multiplayer sehen möchtet, dann bitte einmal unten in die Kommentare posten. Dann mache ich noch ein bisschen mehr Multiplayer. Ansonsten gibt es als nächstes, geht's jetzt hier lang, ja, gibt es als nächstes noch einmal den Pro-Mod. Und dann werden wir uns abschließend auch nochmal einen großen Kredit holen, um zu gucken, wie das ist, wenn man seinen Truck aufrüstet. Wobei, das können wir eigentlich auch jetzt dann irgendwann mal demnächst machen. Also Truck einmal nochmal aufrüsten, Basis aufrüsten, jemanden einstellen. Das müssen wir uns auch also noch angucken, ne? Nur, das würde ich jetzt noch nicht im Multiplayer machen. Im Multiplayer fahren wir einfach nur rum. Mit ein paar anderen Dödeln auf der Straße. Wie gesagt, das mag jetzt etwas leer wirken, aber... Das liegt auch einfach daran, weil es noch relativ früh am Samstag ist. Ne? Inzwischen ist es 10.48 Uhr. Da ist vor allen Dingen gen Abend wesentlich mehr los. Also da, jetzt momentan sind wir so um die 800 Spieler wahrscheinlich. Also als ich anfing, waren es 680, dann waren wir 700 irgendwas. Ich denke mal, inzwischen sind wir auch bei 800. Die Leute werden ja wach und haben ihren Kaffee-Intos. Gen Abend hat man hier dann auch wirklich 5000 plus. Ne? Also passiert. Gut, genug darüber geredet. Wir fahren kurz diese 2 Stunden dahin und dann gucken wir, dass wir endlich mal nach Schweden kommen. Ich will endlich mal nach Schweden, ne? Aber man will uns ja nicht lassen. Es kommt ja einfach nichts nach Schweden. Wahrscheinlich, weil die Schweden nur sehr, sehr wichtige und hochwertige Ware importieren. Und da fehlt uns einfach noch der notwendige Skill. Moin. Die haben alle schon so coole Trucks, die so cool angemalt sind. Ich habe hier einfach nur meinen blauen Volvo. Ne? So wirklich, wirklich geil sieht er nie aus. Ne? Er ist blau und er ist ein Volvo. Einmal nicht geguckt, ne? Schon kommt uns wer entgegen. Da fährt ein Schiffchen. Schöne Sache. So, wir müssen mal wieder rein. Ich kann einfach im Cockpit besser fahren. Ah, von hinten kommt jemand. Mal sehen, ob er uns überholen möchte. Ja, er setzt schon an. Da wird überholt. Moin, moin. Oh, der geile Reifen, Alter. Ich will auch so geile Reifen. Go fast. Ja, das stimmt wohl. Der ist wirklich fast unterwegs. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe gar nicht so ein geiles Auto. Wir müssen dringend uns auch mal einen besseren Truck holen. Den haben wir uns inzwischen aber auch verdient. Wir haben schon ordentlich was an Kilometern abgerissen. Jetzt seht ihr auch so, wir fahren jetzt hier nämlich nicht Fähre, sondern eine Brücke nach der anderen. Ne? Das ist schon ganz cool. So geht das dann am easiesten nach Schweden. Moin, moin. Richtig witzig. Ja, so kann man seinen Tag dann auch verbringen, ne? Andere Leute anhupen und begrüßen. Richtig cool. So, mehr Stoff hat unser nicht. Also ich würde gerne schneller fahren, wie gesagt, aber... Ist nicht mehr drin hier als 70 bergauf. Aber wenn man so langsam fährt, kann man sich wieder ein bisschen Kaffee einflößen. Kann nichts passieren, ne? So, dele. Ach, genießen wir noch mal ein bisschen unseren Innenraum hier. Unser Dackel ist auch am Rumspringen. Was ist denn da los? Was ist denn da los? So ist das, ne? So ist er bei uns. Und nun geht es aber mal ab nach Schweden, du. Mal sehen, ob wir da Maut oder sowas bezahlen müssen. Das sieht schon ein bisschen so aus, ne? Das da vorne sieht doch sehr, sehr mauthausmäßig aus, muss ich gestehen. Sag bloß. 90 dürfen wir nur noch fahren. Ja, macht nix. Wieso fahren wir 90? 50 dürfen wir nur noch fahren. Nein, Tatsache, das ist ein Mauthäuschen. Ob ich einfach so durchfahren kann, ob das wohl Strafe gibt? Ich habe es noch nie ausprobiert. Autopass. Hätten wir einfach mal machen müssen. Gibt bestimmt Strafe. Oh. 234 Euro Maut? Ich fange doch jetzt erst an. Wieso zahle ich das denn vorweg? Was stimmt denn nicht mit denen? Was ist das denn jetzt? So viel Maut. Ich bin doch nicht mal auf der Straße gefahren. Lass uns doch gleich mal vorweg, bitte. Guck mal, er ist einfach durch das Pass gefahren. Ich mache das nächste Mal auch. Moin. Er ist einfach durch diese Passkontrolle gefahren, hat darauf geschissen. Wahrscheinlich hat er denn keine Polizeimod und kriegt keine Strafen dafür. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das nicht einfach so darf.
können wir ja mal ausprobieren. Wir sind ja neugierig, ne? Muss ich gestehen. Aber diesmal nicht, weil jetzt haben wir schon mal bezahlt. Das wäre dumm. Ne? Nächstes Mal fahren wir mal durch das Autopass-Häuschen. Einfach dran vorbeiziehen. Moin und tschüss. So, jetzt müssten wir eigentlich in Schweden sein. Also eigentlich so, rein vom Gefühl her. Hier sind noch ein paar Leute. Hier ist ein bisschen mehr unterwegs, ne? Getza! Auf geht's nach Getza! Können Sie auch langsam mal das Licht wieder anmachen? Wird langsam dunkel, ne? So 16.44 Uhr. Ne, können wir noch lassen. Das Innenraumlicht können wir anmachen. Standlicht ist okay. Auf nach Getza! Haben sie auch geil gemacht, ne? Licht aus. Es leuchten auch die ganzen Armaturen, nicht? Licht an, bam. Ganzen Armaturen leuchten auch dann wirklich. Also das ist schon sehr detailverliebt, ne? Muss man einfach sagen. Komm, machen wir das Licht schon an. Jetzt wird es langsam doch wirklich dunkel. Jetzt, wo wir endlich mal da sind, wo wir hin wollten, wird es dunkel, damit wir von der schönen Optik und Gegend nichts genießen können. So muss das sein, ne? So muss das sein. Kopenhagen. Keine Ahnung. Wir fahren jetzt nach Kopenhagen. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Oh. Ach nee, läuft alles. Läuft bei mir. Da bahnte sich gerade ein Nieser an, aber er hat es nicht rausgeschafft. Boah, 180. Lolololololo. Da wackelt's. Oil. Eurotruckradio.ru. Holy shit, sogar eigene Radiosender. Leute, ihr seid so verrückt. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach nur Wahnsinn, was da abgeht. Und in den Multiplayer-Mod hier wurde auch echt Arbeit investiert, weil das Ding läuft wirklich gut. Also, ich habe da jetzt... Ist halt ein bisschen schade, dass man sich nicht irgendwie als... Ich weiß nicht, ich habe das noch nicht gesehen, dass man sich jetzt irgendwie als Freunde adden kann oder so und dann so einen Clan bilden kann und dann gemeinsam irgendwas macht. Macht man halt nicht. Es simuliert so momentan halt einfach nur ordentlichen Verkehr, weil man wirklich andere Menschen hat. Einziger Nachteil, der normale Verkehr ist weg, das heißt, es fahren nur noch Trucks rum, aber was soll's. Ist an sich wirklich lustig. Kann man sich durchaus geben. Und kostet nichts, ne? Man darf gespannt sein, ob vielleicht bei einer weiteren Version dieses Simulators dann tatsächlich von Haus raus ein Multiplayer eingebaut wird. Das Problem an solchen Geschichten ist halt immer nur die Synchronisation des Verkehrs. Und ordentlicher Netcode, dass man sich nicht dauernd gegenseitig rammt und sowas. Das ist halt... Ist wirklich schwierig, deswegen gab es ja so lange auch keinen GTA-Multiplayer, weil da ja komplett der Verkehr simuliert werden muss. Inzwischen gibt's ihn aber. Da steht einer im Tunnel, du. Das ist aber böse, ne? Das ist aber böse. Nächste Brücke. Über 20 Brücken musst du fahren, um nach Schweden zu gehen, ne? Fahren hier gerade über die ganzen Inselchen und dann sind wir auch gleich da. Wenn der denn mal hier noch ein bisschen Gas gibt, ne? Aber unser armer Volvo... Leidet ganz schön. Oh, 60. Wow, die Steigung ist hart. 56. Eieieiei. Wenn man eine ordentliche Zugmaschine hätte, die die Geschwindigkeit auch halten würde, dann wäre man ein bisschen schneller unterwegs, ne? Haben wir leider nicht. Mir fehlt noch das nötige Kleingeld. Aber ihr könnt davon ausgehen, sobald der erste Kredit aufgenommen ist, der erste große dann nächstes Mal, wird erstmal die Firma ausgeweitet, ein neuer Fahrer wird eingestellt, der kriegt die Ranzkarre von mir und wir kaufen uns so ein richtig geiles Ding. Das wird ordentlich aufgemoddet, dann geht das los, ne? Official TS3 Server, da vorne endet auch wieder die Maut, das ist die Maut für diese ganzen Brückendinger hier. Dafür bezahlt man wohl diese sauteure Maut, dass man halt nicht Boot fahren muss, sondern wir können ja die Brücke nehmen. Muss ich denn jetzt nochmal Maut bezahlen? Ich habe ja gerade erst... Wo muss ich denn... Was ist denn das hier? Hier muss ich rein. Ja, genau. Das sind Lastwagen. Da vorne fährt ein Zug. Wie cool ist das denn? Nochmal Maut. Ihr seid doch bekloppt. So, das war's jetzt mit Maut. Ich fahre nie wieder durch Mauthäuschen. Oh, scheiß nicht. Das kostet nur Geld, ja. Hier fährt echt ein Zug lang. Das sah gerade cool aus. Mitten in der Straße halt. Voll cool gemacht. Leider haben wir ihn nur ganz kurz gesehen, aber es sah gut aus. Gefällt mir. So, wir müssen jetzt, glaube ich, hier auch schon raus. Da ist er wieder. Ist auch wie so eine Nordbahn. Trelleborg, wir sind auf Kurs. Ich muss mal ein bisschen die Spur halten hier. 5000 Kilometer vorher geblinkt, wie sich das gehört. So, jetzt sind wir endlich da. Leider wird es jetzt gerade Nacht, deswegen sehen wir nicht mehr so viel. Es geht jetzt zwar noch, aber nicht mehr lange und dann ist es dunkel. Da fährt einer lang. Moin. Oh.
Hier sollten wir uns auf jeden Fall auch an die Geschwindigkeitsbeschränkung halten. Die ziehen einen richtig die Hosen aus, wenn man hier zu schnell fährt. Voll abgefahren. So, kommt keiner? Alles gut. Oh, ein leichter Zucker. Moin, Peter. Da steht schon der Nächste. Hier ist ein bisschen was mehr los, wa? Oh, wir sind zu schnell. Sagt der Fuchs, ne? Wir müssen die Geschwindigkeit einhalten und heizt hier gleich mal zu schnell lang. Jawoll, 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 woll. Willkommen in Trelleborg. Hier war ich schon mal, aber halt nur mit meinem Privatding. Aber ich glaube aber die... Ich weiß gar nicht, ob die zusammenzählen. Ja, moin, 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 moin. Oh, Kreisverkehr. So, alles gut, alles gut. Oh, langsamer, langsamer. Viel, als stehe ich. Das ist schlecht. Stehen auch nicht. Stehen ist auch nicht gut. Da geht's nach Rostock. So, dann müssen wir gleich direkt auch noch hier auch noch rein. Jetzt auch nie, ich fahre wieder irgendwie. You entered the city. Da müssen wir rein. Ich wollte sagen, wir fahren jetzt nicht Boot, ne? So, ich glaube, das kriegen wir hin. Da kann ich mich schon wieder so hinstellen, dass ich quasi fast gerade dazu stehe. So, nur ein bisschen rückwärts fahren. Moin, Achtung! Nichts! Da guckst du, ne? Kommt so Bekloppter angefahren. Was stimmt denn nicht mit dem? Was stimmt denn nicht mit dem? So. Jetzt müssen wir gucken. Erstmal geradeaus fahren. So, warte. Was machst du denn? Erstmal geradeaus. Ja, genau. So. Wir kriegen das diesmal auf den Schlag hin. Ich sag euch das. Diesmal schaffe ich das. Wie das läuft, wie das läuft. Oh, falsche Richtung gelenkt. Scheiße. Sagt er, wie das läuft und lenkt in die falsche Richtung. Jawoll, Mission erfüllt. Und es ist mal wieder ausgezeichnet gelaufen. Was soll man denn da noch zu sagen? Haben wir eigentlich mal das Level up jetzt wieder? Jo, jawoll, Level 7. Fortfahren. Dann würde ich sagen, wir gehen direkt wieder auf hochwertige Fracht. Gleich noch mehr, dass wir noch geileren Scheiß transportieren dürfen. Nips, und dann raus hier. So. Wir nehmen direkt die nächste Mission an. Wir gucken. Oh, mein Controller will mir gerade mich verabschieden. Wir gucken mal kurz in den Auftragsangebot. Frachtmarkt. Was ist denn hier los? Jawoll, tief in Schweden rein. Das ist gut. Noch mehr Schweden rein. Der ist der wertvollste und der führt direkt uns nach Schweden rein. Also nehmen wir den doch. So, wo muss ich hin? Wir müssen da erstmal dann noch abholen. Kommt da wer? Nö. Kommt da wer? Nö. Nochmal los, ne? You left the non-collision zone. Jawohl. Auf zu blinken. Oh, wir sind zu schnell. 55, das ist noch okay. Ne? Das ist noch okay. Da vorne ist auch IKEA. Du Scheiße. IKEA. Wäre ganz cool, wenn es noch so... Ich weiß gar nicht, es gibt bestimmt so ein Mod, der die ganze Werbung in echte Werbung umwandelt. Und echte Betriebe. Aber muss natürlich nicht unbedingt sein. Es geht auch so. Haben sie gut gemacht. Die Logos sind schön. Die Namen sind glaubwürdig. Ja. Kann man durchaus machen. So, da entlang. Ja, schade, ne? Jetzt sehen wir Schweden, aber leider so halb bei Nacht. Es wird langsam dunkel. Nichtsdestotrotz, das ist jetzt hier die hübsche Map. Die hübscheste der ganzen Maps. Ach, irgendwie blinke ich zu viel. Oh, ich darf 70 fahren. Gib mehr Gas, gib mehr Gas. Wieso fährt er nicht schneller? Gas. Nee. Karlskrona. Kommt da nicht dieses eklige Bier her, was bei Aldi verkauft wird? Ich weiß es gar nicht. Dieses Plastikflaschenbier. So kaum, kriegst ja nicht durch den Hals den Scheiß. Ach, was mit dem also Kreisverkehr und ich und mein Auto hier, ne? Das läuft nicht. Ach, guck mal, wie hübsch das ist. Mit so einem Häuschen hier. Und das sieht auch wirklich, sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Da müssen wir hin. Aria. Also ihr seht, manchmal sind die, Geschäfte, die Betriebe auch so ein bisschen außerhalb. Also ich habe auch so einmal schon gehabt, ich weiß gar nicht, ob es im Let's Play war, da musste ich aus einer Kiesgrube rausfahren. Das war auch cool. Also da war dann, musste man echt in die Kiesgrube reinfahren, unten den Kiesanhänger anhängen und dann mit dem Ding auch wieder aus der Kiesgrube rausfahren. Und auch manchmal muss man auch zu Bauernhöfen und sowas. Sowas wie hier jetzt, halt so ein Betrieb, der, wow, der außerhalb liegt. Und das macht das Ganze auch cool. So, da, GPS?
Das heißt GPS? Keine Ahnung. Aber den nehmen wir. Der bringt am meisten Kohle. Da hinten ist auch Devin. Moin, Devin. Tschüss. Er fährt einen Scania. Er hat's drauf, Alter. Ich will auch einen Scania. So, dann wollen wir uns doch mal da ein bisschen... bisschen an das Ding ranhängen. Jawoll. Los geht das. Zap, 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 zap. Läuft bei uns. So, los geht's. Ach Gott, ich weiß nicht, was ist denn das hier für ein Schatten? Aber das sind die. Das ist eins von diesen Windrädern, ey. Ist momentan auch so eine Diskussion bei uns, denn hier im Dörfchen bei uns soll jetzt so ein. Nicht, da gibt es in drei Stufen irgendwie 80 Meter, 100 noch was Meter und dann so ein 200 irgendwas Meter Koloss. Und bei uns soll jetzt so ein 200 Meter Koloss entstehen. Mitten auf so einem Feld, in der Nähe der Butze von meinem Chef. Und der Schlagschatten alleine von diesen Rotorblättern, wenn die Sonne richtig steht, reicht von unserem Dorf bis ins nächste. Ja, wie kaputt ist denn das? Und da war dann hier auch irgendwie so eine Garbage hier. An einem Arzt und sonst irgendwas, die dann auch mal die Schattenzeiten davon aufgezeigt haben. Und die waren schon für Energiewende und sowas, alles cool, aber halt sinnvoll, ne? Und man muss diese riesigen Räder, die dürfen halt wirklich nicht zu nah an Häusern und Siedlungen stehen, weil zum einen dieses Brummen und der Schlagschatten einen bekloppt machen und in der Erde gibt es halt so Erschütterungen von den Dingern, weil die schwingen ja oben, die Dinger sind 200 Meter hoch, die schwingen da oben ja rum wie sonst was, ne? Und war ganz interessant eigentlich. Naja, und so ein Ding soll jetzt hier halt hingebaut werden. Ich bin mal gespannt, was passiert. Wie das ja immer so ist, auf den Dörfern entstehen dann sofort kleine Protestgemeinden und meistens kriegt man es dann irgendwie ja doch hin, ne? Schauen wir mal. So ein Ding hinbauen, ja, aber ein bisschen weiter weg wäre schon ganz gut. Also es muss nicht unbedingt, das wäre momentan 500 Meter vom Haus entfernt. So ein Kavenzmann, das ist extrem. In Schweden dürfen die Dinger nur mit 1,6 Kilometern Abstand zum nächsten Wohnen. Anlage gebaut werden bei uns. Oh, 500 Meter reicht, ne? Kein Ding. Ja, das ist schon ein bisschen extrem. Kalter Kaffee, der hat inzwischen auch keinerlei Power mehr. So, was sagt denn unser Zeiteisen? Oh, 2 Minuten noch. Da kriege ich die Mission ja gar nicht mehr abgeschlossen. Das ist schlecht. Jetzt sind wir ja gerade mitten in Schweden. Wer blöd, wenn ich jetzt dann den Pro-Mod installiere, ne? Ist ja auch irgendwie doof. Aber eigentlich war das jetzt angedacht, ne? Aber ich muss, glaube ich, zunächst erst diese Mission zu Ende fahren. Ich weiß nicht, was der Pro-Mod macht, wenn man die Map ändert. Wobei die Hauptmap bleibt, glaube ich, bestehen. Da wird nur rangepappt und ein bisschen das Layout geändert. Also insofern sollte es eigentlich ganz normal weitergehen. Ich kann auch nichts garantieren. Auf nach Karlskrona, ne? Läuft bei uns. Läuft bei uns. So, oder mal rum hier um die Kurve. Oh, 50 ist hier. Was denn los? Was ist denn hier 50? Ich heiz hier mit 80 lange und fühle mich gut. Dann ist hier 50. Also 57 muss ja wohl drin sein. Da kommen wir hier noch eine runter, dann sind wir wirklich bei 50. Aber das ist ja, als würde man stehen. Aber guck mal, hier sind Kühe und so. Aber man sieht schon, das ist vom Detailreichtum doch wesentlich besser als die Deutschland-Map, ne? Oder überhaupt die erste Karte halt. Sieht schon sehr schön aus. Haben sich nochmal richtig Mühe gegeben. Aber warum muss ich hier 50 fahren? Was stimmt nicht mit euch? Das ist ja, als würde man stehen. Ah, jetzt darf ich 70 fahren. Oh, gib Gas. Ich wollte sagen, das kann ja nicht euer Ernst sein. Ich fahre doch hier nicht mit 50 lang. Wahnsinn. Oh, wie hübsch das ist mit den Bäumen und so, ne? Das sieht schon schön aus. Oh, ein bisschen Berge. Hier fährt man halt hauptsächlich Landstraßen und so, aber ist auch cool. Ist auch eins meiner Reiseziele, muss ich gestehen. Ich habe auch schon überlegt hier, sonst ist unser Urlaub eigentlich immer Wacken. Nächstes Jahr ist auch nochmal Wacken. Aber ich wäre auch ganz cool, einfach mal zu sagen, man nimmt sich sein Auto mit, ne, auf die Fähre mit dem Auto rüber nach Schweden und dann da einfach eine Woche durch die Gegend fahren. Im Zweifel wild zelten oder sowas. Darf man da ja. Wow. Ne, wäre an sich auch mal eine coole Sache. Muss mal gucken, ob man das vielleicht nächstes Jahr mal macht. So, ihr habt den Hahn gehört, somit müssen wir einmal dann erstmal hier wieder breaken. Halten wir hier einfach rechts an und hoffen, da kommt jetzt nicht einer. Weil hier dürfen die nicht überholen, das ist natürlich schlecht. Wir können natürlich aber sonst auch aufs Grün einfach fahren. Langsam geht das ja.
So, ich bedanke mich dann erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Schreibt gerade mal in die Kommentare, ob ihr jetzt noch mehr Multiplayer sehen wollt oder ob ich als nächstes erstmal Pro-Mod installieren soll. Je nachdem, wie das aussieht, mache ich dann entweder erstmal Pro-Mod oder wir spielen noch ein, zwei Runden hier erstmal in Schweden Multiplayer, ne? Ansonsten viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.